Bonsai-Ausstellung in Basel an der Gewerbeschule bei mir ist der Schill. Schill, wir haben im Vorfeld darauf hingewiesen, ich hatte einen ganz tollen Ausflug bei euch gehabt. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt hier innen rumlaufe, das ist nochmal ein anderes Kaliber als das, was ich bei euch im Club antreffen durfte. Das freut mich, dass du das auch so siehst. Wir finden das übrigens auch, selbst die, die das aufgebaut haben. Und ich finde es eine super Stimmung, das Licht stimmt, die Leute sind begeistert. Sollen alle kommen, ist super, ist wirklich super. Woher sind jetzt die Aussteller alle gekommen und wie habt ihr das akquiriert? Weil das geht ja nicht alles nur jetzt über den Club, oder? Nein, das ist ja so. Es war natürlich im Vorlauf sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Die meisten unterschätzen das, aber es war wirklich eine Menge Arbeit gewesen. Aussteller kommen eigentlich international und national. Wir haben eigentlich von der ganzen Schweiz Leute, die kommen, Bäume ausstellen. Wir haben auch Leute aus Deutschland und Österreich, die extra hier herkommen, um die Bäume auszustellen oder zum Beispiel etwas anzubieten zum Kaufen. Jetzt habe ich gesehen, da ist eine ganze Jury unterwegs. Das wird, die Ausstellung wird auch bewertet. Wie läuft das ab? Was haben die auf ihrem Blöckli? Und vor allem habe ich das Gefühl, die schauen nicht nur die Bonsai-Bäume an, sondern da finden gerade halbe Diskussionen statt. Wie läuft das? Das ist ähnlich wie etwas anderes, was man bewertet. Einer findet es schön, der andere nicht. Das ist auch viel mit dem persönlichen Eigengeschmack. Bewertet wird sicher, hat der Baum eine schöne Optik. Also wenn jetzt einer natürlich einen halb verdörrten Strauch bringt, dann ist es schwierig. Es sind aber Kriterien, wie ist die Schale schön, ist die Schale sauber, steht er schön da. Also es gibt ja beim Bonsai Vorderseite und Rückseite. Wenn man natürlich die Rückseite präsentiert, ist das weniger günstig wie die schöne. Das sind alles ausschlaggebende Kriterien. So, jetzt habe ich hier den Franco getroffen. Er schaut begeistert die Bonsai-Bäume an. Franco, ich kenne die eigentlich aus einer anderen Ecke. Harley Davidson ist die grosse Passion. Wie kommt das jetzt mit den Bonsai-Bäumen zustande? Kunst ist Kunst. Harley Davidson ist eine Kunst. Und die Bonsai sind ebenfalls eine Kunst. Und ich bin sehr kunstinteressiert. Seit wann hast du die Bäume entdeckt? Seit wann gehst du ihnen nach? Eigentlich schon sehr lang. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir halt nicht. Manchmal wollen sie nicht, wenn ich will. Und ja, ich probiere wieder neu zu ziehen. Aber wenn ich sie ziehe, so alt kann ich gar nicht werden, dass sie mal so aussehen, wenn ich die auch noch anschaue. Oder? Weil die Bäume sind sehr, sehr, sehr alt, nicht wie meine Halle. Das ist neu. Aber die sind sehr, sehr alt und sind wirklich wunderschön. Also du ziehst auch selber? Ja, ich probiere es. Wir sagen es mal so. Ich probiere es ab und zu. Ja. Ja. Das letzte Mal haben wir viel auch über Hege und Pflege von Bonsai-Pflanzen geredet. Jetzt würde es mich noch interessieren, der Untergrund ist, glaube ich, auch etwas ganz Spezielles. Gibt es hier Regeln? Das sind spezielle Formen. Was muss man hier beachten? Also im Untergrund ist es natürlich so, man will nicht vom Baum ablenken. Der Baum ist eigentlich das, was interessant ist. Ja. Aber hey, die Schalen sind wunderschön. Ja, die Schalen gehören eigentlich zum Baum auch dazu. Es ist nur so, dass die Schalen nicht den Baum übertünchen sollte. Also das heisst, eine neongrüne Schale ist meistens nicht so optimal, weil die ein bisschen leuchtet. Also das heisst, der Baum und die Schale sollten eine Komposition abgeben in diesem Sinn. Manchmal gibt es auch ein Beistellpflänzchen, das siehst du manchmal hier zum Beispiel bei dem Kleinen. Und gehört auch dazu und macht das Gesamtbild einfach unter das ab. Bei mir ist jetzt der Michael Rehmann. Michael, etwas zu deinen Bäumen. Was sind das jetzt für Sorten, die du hier zeigst? Das ist eigentlich die ganze Palette, vom Ahorn über Buche bis zum Lärchli, alles. Ich arbeite hauptberuflich mit Bonsai und daheim mache ich dann mit der ganz kleinen Kategorie, die sogenannte Shohin, die eigentlich nochmal ein bisschen schwieriger ist, eine höhere Herausforderung, dass ich eben daheim nicht das Gleiche mache wie den ganzen Tag bei der Arbeit. Nichtsdestotrotz heisst das, du bist 24 Stunden mit deinen Bäumen verbunden. Was ist denn das, was bei dir passiert? Ist es eine gewisse Meditation, die vielleicht auch einhergeht, wenn man sich so fein damit beschäftigt? Ja, im weitesten Sinn, aber hauptsächlich geht es darum, vom Beruf her als Gärtner habe ich natürlich mal den Bezug zu den Pflanzen, zu den Bäumen. Und dann das Faszinierende ist, dass man aus einem Bergkiefer wie der jetzt, das war ja ursprünglich vor 20 Jahren so ein grosser Busch gewesen. Und das ist eigentlich die Herausforderung für mich, was ich in den letzten 20 Jahren mit dem Baum gemacht habe, so wie er jetzt hier steht. Also du begleitest den jetzt auch seit 20 Jahren von der Pike auf? Genau. Es hat da etliche Bäume, wo ich zwischen 5 und 25 Jahren am Arbeiten bin dran. Was ist das grosse Projekt? Was schwebt dir noch vor? Gibt es eine Herausforderung, die du noch vor dir hast? Ist relativ schwierig, weil ich mache jetzt das schon 20 Jahre als Hobby. Und die Herausforderung ist eigentlich das zu erhalten, was ich habe. Weil gerade nach so einem heißen Sommer, wenn man hier nicht jeden Tag
kontrolliert hat, eben Wasser braucht, kann 20 Jahre Arbeit kaputt sein. Und die Herausforderung ist, dass ich das noch ein paar Jahrzehnte herbringe. Ja.